Hallo und herzlich willkommen in der Gehörlosenambulanz im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Patrick Martinetz und das ist mein Gewerbename. Ich arbeite hier im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Gehörlosenambulanz Wien als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Was sind meine Tätigkeiten hier in der Gehörlosenambulanz als diplomierter Krankenpfleger? Ich begleite gehörlose Patienten in unterschiedliche Abteilungen und unterstütze das ärztliche Personal. Zum Beispiel Terminbestätigungen, Vorbereitung von Blutabnahmen oder Durchführung von Blutdruckmessungen und EKGs zählen genauso dazu wie die Weitergabe der Untersuchungsergebnisse an den Arzt. Ich bin auch zuständig für die weiterführende Begleitung bei einer stationären Aufnahme. Das bedeutet, ich begleite die Patienten zur jeweiligen Abteilung und bin gleichzeitig als Vermittler für eine reibungslose Kommunikation zuständig. Und wenn alles geklappt hat, ziehe ich mich zurück. Ich arbeite mit Patrick als Arbeitskollege seit einem Jahr. Keine Probleme in der Kommunikation. Wir sind ein gutes Team. Wir arbeiten fleißig und wir ergänzen uns in der Arbeit und haben viel Spaß. Kommunikation ist natürlich immer etwas ganz was Wichtiges. Es gibt verschiedene Formen der Kommunikation und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einen Weg findet, wo die Kommunikation gemeinsam abläuft, auf Augenhöhe, sei es jetzt in Lautsprache oder sei es in Gebärdensprache mit der Gehörlosen Kollegin. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsformen mit Gehörlosen. Einige brauchen volle Dolmetschbegleitung, andere brauchen keine Dolmetscher. Das ist individuell und abhängig von der jeweiligen Situation. Als hörender Mensch agiert man anders oder man nimmt Dinge anders wahr oder man kommuniziert anders und wenn man sich daran erinnert, dass gehörlose Menschen aber einen komplett anderen Zugang haben oder es einfach nichts bringt, wenn man jemanden aufruft, weil er einen nicht hört, dann funktioniert es wieder. Man muss einfach in dieser Dinge dranbleiben und dran denken. Gibt es drei gehörlose Mitarbeiter hier. Ich selbst, ein gehörloser Sozialarbeiter und eine Psychologin, die auch gehörlos ist. Wir arbeiten alle drei hier zusammen. Doch mein Wunsch für die Zukunft ist es, dass noch mehr Gehörlose hier arbeiten. Zum Beispiel noch eine gehörlose Krankenpflegerin. Im Moment sind zwei hörende Krankenpflegerinnen hier beschäftigt. Mit mir sind wir zu dritt. Wir hätten einfach mehr Sicherheit, wenn zum Beispiel jemand auf Urlaub oder im Krankenstand ist. Wenn drei, vier oder gar fünf Kolleginnen vor Ort sind, wäre das für die Gehörlosen sehr angenehm.